Da müssen wir jetzt hier noch einmal über das Gebirge drüber fliegen. Ins Schneegebiet, und zwar ins Mörderschneegebiet, glaube ich sogar. Oder was? Mörder. Weiß ich gar nicht. Irgendwie so Zwischending. Da wird es jetzt wahrscheinlich auch gleich kalt. So, und da lädt es sich schon langsam auf. Halt, ja. Es ist nicht ganz ein Klotz, aber es fehlt nicht viel. Genau, so, jetzt ziehen wir uns mal schnell um. Haben ja alles einstecken, was wir dafür bräuchten. Reingehen und da mal gucken. So, und auch hier stehen diverse Tierchen herum. Arbeitsbereich, Flaggen von den Bosskämpfen haben wir da, Küche, Schmiede, Schmelzofen meine ich. Hier liegt auch der Bauherr Sky von diesem tollen Bunker. Ich weiß gar nicht, ob es hier so viel zu zeigen gibt, weil es halt eigentlich nur ja, Tiere, die kacken. Aber das ist ja irgendwie immer so. Fahrstuhl gab es hier auch, genau. Der müsste auch funktionieren. Mal probieren. Doch mal hier anschalten. Habe ich jetzt Remove Stop gemacht? Ich weiß gar nicht mehr. Kann ich mal irgendwas anschauen? Unpowered. Oh, wahrscheinlich ist hier gar kein Benzin mehr drin. Kann das sein? War jemand lange nicht mehr hier, aber ich glaube, hier unten war der Generator. Ja, da ist kein Benzin mehr drin. Die Frage ist hier noch irgendwas gelagert an Benzin? Wie soll ich denn hier die Basis vorführen, wenn dann hier kein Benzin da ist? Was sind das hier für eine Vorbereitung? So. Und dann funktioniert das auch alles. Aber dann seht ihr auch gleich mal, hier ist der Generatorraum. Habe ich mir doch gut gemerkt. Deswegen ging nämlich der Fahrstuhl vorhin auch nicht. So, jetzt haben wir es. Weiß zwar nicht, ob es da oben was zu sehen gibt, aber das werden wir ja herausfinden. Eine große leere Fläche mit sehr vielen Schränken. Also wer dann hier irgendwie mal eine Disco-Party steigen lassen möchte, ne, kann das dann hier oben wahrscheinlich tun. Ich weiß nicht, ob da hier noch ursprünglich mehr geplant war. Vielleicht irgendwie wieder eine Pinguin-Kairoko-Farm. Und hier hinten gab es, glaube ich, auch noch. Gab es hier noch was? Eine versteckte Chemiewerkbank. Wenn ich jetzt hier hochgehe, dann lande ich im unfertigen Bereich, offensichtlich. Mit diesen Wendeltreppen kriege ich immer einen Drehbuch. So, und hier. Sind auch noch diverse Sachen. Ich glaube, hier komme ich auch dann nur irgendwie aufs Dach oder so. Nachdem ich hier mich schwindlig gedreht habe. Ja, genau. Hier hätte ich also auch mit der Wüwan parken können. Ausblick ist, naja, geht so.
sage ich mal. Ein bisschen Ausblick ist da auf die Berge. Aber ich glaube, dafür war es auch nicht gedacht. So, aber ich glaube, ihr wisst jetzt, warum das Bunker genannt wird. Führerbunker. Aber die einen bauen so, die anderen so. Und jeder kann so bauen, wie er denkt. So, und dann haben wir, glaube ich, noch einen Stopp, wenn mich nicht alles täuscht. Da habe ich noch irgendwas vergessen. Ich weiß es gar nicht mehr. Theoretisch doch, ich glaube, es gibt sogar noch was. Muss ich nur überlegen, ob ich es finde. So, jetzt ist mir wieder zu warm. Das war aber auch zu erwarten. Ich ziehe jetzt hier... Halt, das war ja falsch. Ich möchte die Sachen bitte anziehen. Danke. Gilli, 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 gilli. Doch, jetzt müsste es passen. Genau. So, dann können wir auch mal wieder einen Riesenschnitzel verdrücken. Ja, also jeder kann ja bauen, wie er will. Und wenn die einen lieber schöner bauen, dann findet ihr sicher Inspiration hier. Und wenn die anderen lieber praktisch bauen, habt ihr jetzt auch gerade ein Beispiel gesehen, wie es geht. Ein weiteres praktisches Gebäude von unserem Bunkerbauherrn oder auch dem Milchmädchen war hier am Vulkangebiet in der Nähe der Wyvern-Schlucht. Milchmädchen halt deshalb, weil er immer schön brav die Milch rangeschafft hat, die man für die Wyvernaufzucht gebraucht hat. Hat also auch jeder auf dem Server so seine Sachen beigesteuert, zum Erfolg beigetragen. Und da gab es dann, glaube ich, hier auch noch einen Außenposten. Der müsste auch gleich auftauchen. War doch, glaube ich, hier. Genau, da ist er. Können wir uns auch noch schnell angucken. Ich glaube, hier waren dann die ganzen Pteranodons aufbewahrt, also aufbewahrt klingt blöd, abgestellt, die dann hier für die Wyvern-Jagd genutzt wurden. Und das ist eigentlich auch schon eher eine Startbasis vielleicht sogar gewesen. Ist halt doch schon sehr umfangreich eingerichtet. Komme ich nur aufs Dach. Ich glaube, weiter runter geht es dann gar nicht, oder? Na doch, hier gibt es noch Wassertanks. Treppe. Hier muss ich wahrscheinlich aufpassen, dass ich nicht runterfalle. Ich weiß es nicht. Die Geländer mit bedacht wurden. Man konnte hier wohl auch irgendwie ins Wasser. Das ist auch ganz praktisch. Die Frage ist, will man hier ins Wasser? Aber hier kann man halt auch gut, wenn man mal mit einem Wassertier unterwegs ist, eine Rast einlegen. So, und ich glaube, da drüben gab es dann, da auf dem Felsen, kommen wir ja ganz kurz noch vorbei, wir sind ja mit den Wyvern unterwegs, die Wyvernfalle, in der dann die Wyvern halt betäubt wurden, um an die Milch ranzukommen. Genau, das war hier oben.
Aber da gibt es halt auch nicht so viel zu sehen. Aber von der Karte her wisst ihr ja dann wahrscheinlich auch in etwa, dass wir uns dann in dem Bereich hier im Nordosten befinden. Und dann fehlt, glaube ich, nur noch eine Basis. Aber die will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Und dann haben wir den Rundflug sozusagen geschafft. Ich überlege gerade noch, ob ich irgendwas vergessen habe. Aber es müsste dann wirklich alles gewesen sein. Ja, und dann müsste ich mir halt auch irgendwann noch überlegen, wie wir jetzt auf die Island weitermachen. Meine Tendenz ist jetzt erstmal die, also hier mit dem kleinen Ausflug nach Ragnarok sind ja doch ein paar Folgen zusammengekommen, wenn ich jetzt mir so die Gesamtzeit ansehe. Aber die Tendenz ist die, dass ich einfach auf die Island weitermache, bis Extinction rauskommt im November. Und auf die Island soll es dann hauptsächlich um noch die ein oder andere Höhle gehen, weil Tiere zähmen hat da wenig Sinn, wenn die vom Level halt alle so grottig sind. Aber hier mal als kurze Abwechslung oder kleine Abwechslung ein Ausflug auf unseren Ragnarok-Server. Zum Abschied. So, und jetzt hier die letzte Basis. Muss ich auch langsam ranfliegen. Hier fand nämlich die Rex-Aufzucht oder das Rex-Zuchtprogramm statt. Und dementsprechend sind hier auch noch unglaublich viele Rexe. Ich mache am besten hier auch wieder die Schrift aus. Wir fliegen erstmal wieder kurz drüber, dass er eine Vorstellung bekommt von den Ausmaßen, die das Ganze hier angenommen hat. Da wurden, glaube ich, dann auch Männlein und Weiblein getrennt, oder ich weiß gar nicht, was jetzt hier die Trennung ist, oder ob das einfach nur ein Anbau war, weil der Platz nicht gereicht hatte, der ursprüngliche. Und ja, ihr könnt ja auch das Video pausieren an diversen Stellen und mal nachzählen, wie viele Rexe das hier sind, aber ihr merkt das vielleicht auch, mein Rechner hier oder das Spiel hat da ein paar Probleme, das flüssig anzubieten. So, und dann gucke ich hier, dass ich möglichst auch alle Ecken von der Basis euch zeige. Ich fange mal hier an. Hier war nämlich, ich glaube, die Schlachtbank von den ganzen geschlüpften Rexen, die nichts taugten. Die wurden dann, glaube ich, hier zum Henker geführt und geopfert. Du warst der Hausmeister, genau. Hier gehen die Türen gar nicht von alleine auf und zu. Das finde ich ein bisschen ja. Unpraktisch. Muss ich mich gleich mal beschweren. So, was haben wir hier drüben? Das sieht aus wie, ich glaube, das war das erste Gebäude, was hier entstanden war. Ach, hier gehen die Türen schon auf. Sehr gut. Also hier kann ich jetzt nicht unbedingt so viel dazu sagen, wofür es gedacht war. Der herrschaftliche Sitz vielleicht. Oder das Gästehaus. Eins von beiden wird es wahrscheinlich gewesen sein. Mit Kamin. Schränken, schöne Fenster, Betten. Ich glaube, das ist eher das Gästehaus, so wie die Betten hier angeordnet sind. Können ja auch noch mal hochgucken, aber ich glaube, da war dann nicht mehr so viel.
So, und dann gehen wir mal zum Haupthaus. Das ist dann dieses Konstrukt da drüben. Auch burgähnlich aufgebaut. Hühnerfarm, Bodofarm. Macht nicht mehr fertig. Wir können uns das hier auch noch vorher angucken. Ich glaube, das ist auch recht eindeutig, was das darstellen soll. Wenn auch Gegenteiliges behauptet wird, gerne. Jetzt lass mich doch mal durch. Mein Gott, irgendwie steht immer was im Weg. So, wir nehmen jetzt einfach mal den Haupteingang. Auch hier würde ich spontan behaupten, ist kein Benzin mehr im Generator. Muss ich schauen, vielleicht finde ich den Generator sogar, um den aufzufüllen, damit ich das hier im Hellen euch zeigen kann. Ich gucke mal spontan hier rein. Nein, hier sind nur Schränke. Hier liegt der Bau herum. Das ist Morbus. Weiß nicht, warum er sich nicht in sein Bett legt, aber manche schlafen vielleicht auch lieber auf dem Boden. Also das ist dann sein Werkbereich, aber ich suche eigentlich immer noch den Generator, damit ich hier auch ein bisschen Licht noch machen kann. Ich gucke jetzt mal hier, das ist Küche, würde ich spontan sagen. Hier komme ich zur Schmiede. Also hier kenne ich mich dann immer nicht so gut aus. Ich laufe einfach rum. Und schau mal nach, dass ich irgendwann das finde, was ich suche. Vielleicht ist der Generator auch draußen. Ich gucke nochmal schnell draußen, ob ich da den Generator finde. Irgendwie nicht. Also dann können wir auch wieder reingehen. Und dann wird er wohl irgendwo uns schon mal über den Weg laufen. Ich gehe jetzt mal hier die Treppe als erstes hoch, wenn die Rechse mich hier lassen. Kann ich halt hier auch nochmal schön ins Gebäude gucken. Hier geht's zum Gewächshaus. Kann ich da drüben auch noch mal irgendwo rein? Ah ja, okay, das sieht aus wie Essensbereich, Bewirtungsraum, Partyraum für Gäste, Prunksaal, alles in einem. Balkon. Bierfass ist ganz wichtig. Dann kommen wir hier, ach ja, dann sind wir hier in einem dieser Türme. Was ist das jetzt hier? Komme ich hier rein? Wo bin ich da? Oh, das ist verwinkelt. Hier gibt es auch noch mal Kühlschränke. Ich habe immer noch nicht den Generator gefunden. Irgendwann finde ich ihn bestimmt, dass ich hier auch ein bisschen Licht anmachen kann. Achso, jetzt bin ich hier plötzlich in der Treppe gelandet. Okay, also da waren wir vorhin hochgegangen. Dann fehlt ja noch diese Seite. Gibt es nicht auch irgendwie noch einen Aufgang? Ich bin verwirrt. Hier, genau, hier geht es nochmal hoch. Dann haben wir hier die Bibliothek, wie mir scheint. Hier kommt man auch noch mal an die Schmelze heran.
Wo geht's dann hier drüben hin? Da sind nochmal zwei Türen. Ah ja, hier ist das. Luxuriöse Bad. Man muss mal halt gucken, dass nicht gerade einer hier zufällig vom Fenster steht, wenn man hier sein Geschäft verrichten möchte. Hier drüben, oh, hier haben wir einen Generator. Seht mal, da haben wir einen Generator gefunden. Schauen wir mal, ob wir hier auch noch zufällig irgendwo Vorräte für Benzin finden. Ich gehe mal davon aus, dass ja. Wie viel ich jetzt rüberziehe, ist eh egal. So, jetzt haben wir endlich Licht. Gut. Da haben wir die Rundtour schon fast erledigt. Und dann haben wir endlich den Generator gefunden. Aber ist egal. So, dann können wir hier auch noch hochsteigen. Das sind wir dann, ich glaube, auch wieder in einem Gewächshaus. Das müsste ein anderes sein als vorhin. Kann das sein? So, dann haben wir hier oben auch noch mal ein paar Artefakte ausgestellt. Kann hier auch noch mal rumgucken. Jetzt hier rüber gehen. Lassen wir das doch. Genau, den großen Turm müssen wir dann noch hoch. Würde ich jetzt mal hier wieder reingehen. Und hier nochmal diese Wendeltreppen nicht hochschwindeln. Dann sind wir nämlich auch hier dann oben und können dann auch nochmal hier den Ausblick genießen. Ich mache das allerdings mal so. Ich darf das. Ich bin Admin. Dass wir hier auch was sehen. So, und vielleicht sagt euch diese Burgruine was. Ich habe euch, glaube ich, noch gar nicht gezeigt, wo wir hier auf der Karte sind. Aber das kann ich ja jetzt noch nachholen. Da. Und dann, glaube ich, habe ich von der Basis auch alles gezeigt. Bin mir nicht sicher. Es ist sehr verwinkelt hier. Ich habe es nicht gebaut, da kenne ich mich nicht aus. Aber ich denke mal, dass ich alle Ecken so mit erwischt habe. Jetzt drehen wir uns nochmal nach unten. Hui, das ist mir schlecht. So, genau. Was, glaube ich, auch noch ein nettes Feature war an dieser Basis hier, diese Begrenzungsmauern drumherum waren auch begehbar, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Ist auch burgähnlich aufgebaut, dass man hier halt überall lang gehen kann und sich die Rexköpfe ansieht, die durch die Mauer starken. Mit Geschütztürmen ausgerüstet, was man halt so braucht. Ja, also da kann man jetzt, glaube ich, wenn man hier nicht stecken bleibt, hätte ich gedacht zumindest, dass man alles ablaufen kann. Ja. Wenn man so ein bisschen weiß, wie man das Arxos-Tür umgehen kann, dann geht das auf jeden Fall. Also ihr merkt vielleicht, in all den Gebäuden steckt sehr viel Arbeit immer drin. Nicht nur das Bauen selbst, halt auch die Ressourcen müssen ja erstmal gesammelt werden. Das macht sich ja auch nicht von jetzt auf gleich. So, hier sind wir jetzt am Ende. Komme ich jetzt eigentlich auch wieder zurück? Hallo? Hallo, ich will wieder raus. Jetzt habe ich mich ja ins Abseits manövriert. Du musst nicht schlagen, du sollst dich bücken. Du musst. So. Genau. Finde ich jetzt auch meine Wüvern wieder? Ich weiß es nicht.
Aber da hat halt jeder so seine eigenen Ideen mit eingebracht, seine eigenen Beiträge geleistet. Es war ganz, war schön, da zusammen zu spielen. Hat Spaß gemacht. Und ja, zuletzt war halt die Luft ein bisschen raus. Ark hat halt immer so seine Höhen und Tiefen. Man muss dafür auch motiviert sein, das zu spielen. Aber die Chance besteht, dass man irgendwann halt doch nochmal zusammen spielt. Davon gehe ich schon aus. Man könnte auch diesen Spielstand irgendwann fortführen, weil wir haben ja jetzt eigentlich Bosskämpfe angefangen und Textsachen freigeschaltet und dann doch noch nie benutzt. Aber das wird alles so mit der Zeit sich ergeben oder halt auch nicht. Vielleicht fängt man auch noch irgendwo ganz woanders an. Mit einem Total Conversion Mod, also Primitive Plus zum Beispiel, würde sich anbieten. Die Möglichkeiten sind bei Ark ja fast endlos. Fast. Deswegen, ja. Ich fand es jedenfalls schön. Und ich freue mich, wenn man es doch irgendwann wieder fortführen könnte. Hat Spaß gemacht. Und ja, ich finde es jetzt auch gut, dass ich das Ganze noch festhalten konnte, nochmal aufnehmen konnte, nochmal alles durchgehen konnte. Hat schöne Erinnerungen wieder zurückgebracht. Und ja, ich begebe mich jetzt wieder in meine kleine Basis zurück, wenn das Spiel mich lässt. Es scheint wieder ein paar Probleme zu haben. Aber an dieser Stelle gehen halt auch nochmal Grüße heraus an all meine Mitspieler. Grüße und Dankeschön für die schönen Spielstunden. Und dann sieht man sich bestimmt irgendwann wieder zusammen bei Ark. Und ansonsten sage ich für heute auch an dieser Stelle wie immer Tschüss und auf Wiedersehen. Danke fürs Zusehen.